Ich kann es gar nicht erwarten, in Ihrem Wäschekorb herumzuschnüffeln. Oh. Oh. Was? Die Wäsche. Habe ich total vergessen. Dein Ernst? Ich auch, verdammt, ich bin gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge zu Splinter Cell, die Chaos-Theorie. Erstmal so eine kleine Geschichtsstunde. Normalerweise wollte ich den nächsten Stream vorbereiten, aber man denkt sich so, ach, man kommt von der Arbeit nach Hause, denkt nichts Böses, man macht sich erstmal was zu essen, chillt sich schön auf der Couch, man macht den Fernseher an und will erstmal den Abend ausklinken lassen. Ja, dann passierte es, der Fernseher ging nicht, beziehungsweise ich hatte keine Verbindung jetzt, um Fernsehen zu schauen. Ich denke so, okay, kann ja mal passieren. Das Problem war aber, ich habe später zu meiner Fritzbox geschaut, es hat geblinkt, das war schon mal nicht gut. Ja, und weil Vodafone bzw. mein Internet über Kabel läuft und Kabel über Kabel halt, blühte mir was ganz Böses. Hab den PC angemacht und geschaut, ja, kein Internet. Hab mich auch schon gewundert, warum nichts auf mein Handy ankam. Ja, erstmal da angerufen. Gut, wir machen schon mal ein bisschen weiter. Erstmal da angerufen, erstmal wieder. Hey, erstmal knapp, oh, ich bin hell. So ungefähr 20 Minuten in der Warteschleife, um die schöne Musik zu hören. Vielleicht blende ich die ja mal ein. Nein. Und so die typische Ansage, ja, es liegt kein Problem vor. Habe ich auch gedacht, ja, ihr wollt mich wohl eigentlich verarschen. Ja, nochmal angerufen und auf einmal kam die Nachricht, ihr Internetanschluss hat momentan leider Probleme. Ist ja geil. Nochmal angerufen. Ich weiß, es wird heute sehr bisschen talkmäßig, so ein bisschen. Jo, und nochmal angerufen, wie gesagt. Hab ein bisschen Dampf gemacht. Ich bin normalerweise keine Person, die am Telefon ausrastet oder so. Ich bin auch sehr ruhig geblieben. Wo ist er jetzt? Wo bist du hin? Ach, der geht trainieren. Ja, läuft. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Und ja, wenn das so weiterläuft, habe ich gesagt, habe ich keine Lust mehr zu zahlen. Zumindest diesen Monat nicht. Ist seit September so. Ich weiß nicht, was das ist. Naja. So, Talkstunde zu Ende von White. Nee, weiter mit Blacklist. Blacklist, sag ich schon. Die Chaos-Theorie. So, ich muss mal meine Ziele mal erstmal angucken, was ich nochmal machen musste. Greifen Sie auf den Zentralserver. Ach ja, stimmt, die Geschichte. Töten Sie niemanden? Ja gut, ist kein Problem. Oh, es ist dunkel. Ist sie hell? Hallo, darf ich mittrainieren? Ich habe zwar nicht die passende Kleidung, aber das ist doch kein Problem, Jungs, oder? Mal sehen. Das ist doch viel zu hell, das kann mir doch keiner erzählen. Oh, ups. Haftschocker. Ich hoffe, der andere kriegt das nicht mit. Alles gut? Jo, alles klar. So. Wie soll ich den denn jetzt befragen, wenn der auf dem Laufband ist? Wie soll ich das denn jetzt hinkriegen? Wie mache ich das denn jetzt? Entschuldigung. So, weiß, dass wir noch ein paar PCs mal im Hacken müssen. Sind ja nur 4, 5. Muss ich das jetzt auf allen machen? Ah ne, das ist die Stromversorgungspläne, bla bla. Interessiert mich eher weniger. Militärdaten. Der ist fähig, der sieht doch richtig aus. Da ist ein Server angeschlossen, okay. Ja, Hacken, lol. Hilft mir nicht weiter. Das hilft mir auch nicht weiter. Danke. So. Gute Arbeit, Sam. Wenn du das Programm auch noch auf dem letzten Server installierst, machst du mich zur glücklichsten Frau der Welt. Ja, heiraten. Leicht zufriedenzustellen. Tja, Frauen sind nun mal sehr neugierig, Sam. Ich dachte, ich muss jetzt einen Heiratsantrag machen.
Hm. So. Und da kam ich. Also, ich hätte auch hier lang gehen können. Na gut, okay. Kein Problem. Yeah, Lüftungsschächte. Wow. Oh Gott, der ist auch noch so lang. Hallo? Hm, da ist wohl nix. Das ist ein ziemlich gemütlicher Posten. So viel ist sicher. Hab gehört, dass der Typ ziemlich nervtötend sein soll. Der Kerl ist gar nicht mehr hier. Er hat die Stadt verlassen. Was? Du passt also nur auf sein Zeugs auf? Ja. Okay, rausgehen wäre nicht so schlau. Ich speichere mal eben. Spielen seit einem Videospiel. Er hat das neue Prince of Persia. Ja? Hab gehört, das soll richtig gut sein. Wird das Spiel des Jahres. Ich fasse es nicht, Ubisoft. Ihr macht wirklich noch Eigenwerbung in ein anderes Spiel. Ah, ich feiere euch. Kann kaum erwarten, es zu spielen. Aber lustiger Zufall, Prince of Persia kam ja jetzt raus, der Reboot, glaube ich. Oder die neu? Ne, die haben das jetzt neu gemacht. So, kann ich jetzt einfach raus, ohne dass er mich sieht? Hallo? Gut, ich habe gespeichert. Oh Gott, hab ich ja. Ich habe lange keine Person mehr befragt. Hallo? Ach, du hast nichts zu sagen? Mann. Hm. Schade. Kriege ich Hunger. Grim, hast du mir zufällig ein bisschen Kleingeld mitgegeben? Ich habe vielleicht mal Hunger auf eine Mission. Nein? Ja gut, ich kriege ja nur ungefähr. Was sagte Lambert? 68 Cent die Stunde? Ich glaube, ich müsste mich mal nach einem neuen Job umsehen. Hä? Nix? Hm. Na gut, tschüss. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, der Retina-Scan. Ach, ich kann den ja hacken. Da ist ja jemand hinter. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Kommt der? Vergessen. Vergessen? Wie konntest du das vergessen? Du weißt schon. Hab ohne Ende Überstunden geschoben. Weiß nicht mal, was für ein Tag heute ist. Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Ich fahre mit Anne-Marie hoch nach Maine. Werden in einer kleinen Pension übernachten. Ein wenig Hummer essen. Haben die in Maine schon wieder Schoben? Okay, ich muss mich beeilen. Oh, hatte ich ganz vergessen. Na super. Komm, noch eine Zahl, bitte. Oh, er kommt. Hä? Oh. Ach, mach mich doch nicht nervös. Du gehst da oben lang, okay. Ey. Das hilft mir nicht weiter. Ja? Ja? Danke. Okay. Ich mir schon. Oh. Ich glaube, da komme ich nicht lang. Hm. Ich muss mal einen Typen mal eben schnappen. Okay, da sind zwei. Im Grunde genommen eigentlich kein Problem. Zwei? Und da hinten steht, glaube ich, noch einer. Ich könnte das Licht hier ausschalten, oder? Ah, nee. Ich will mal was gucken. Hast du zufällig so einen Peilsender mit dir? Mal gucken. Ich nehme dich mal eben mit.
Leise. Mal sehen, ob's klar. Oh, er hat einen. Ich glaube, ich bin gerade um den Kreis gelaufen. Oder? Ja, natürlich. Was bringt mir das denn jetzt bitte? Und da bin ich doch gekommen. Was ist denn hier? Okay, das Pissoir. Das war ja jetzt aber gerade richtig fail. Na gut, dann wieder zurück. Das macht ja so viel Spaß. Oh, du kannst gerne hier liegen bleiben. Ich komme auch nicht wieder. Tschüss. Danke. Geh mal dahin. So, hier ist dunkel. Da steht der eine. Der eine müsste jetzt oben sein. Ich muss mal die Musik leiser stellen. Ich höre die Gegner einfach nicht. Musik. Ob die mal mehr fast. Hat jetzt nicht viel gebracht. Naja, gut. Hey, das. Hier muss noch der Server sein. Auf euch. Okay, schnell ins Dunkle. Oh. Mann, es schreckt mich doch nicht so. Boah, ist das laut. Aber das kann doch gut sein. Ich hoffe, ich schreie nicht so laut. Komm her. Okay. Oh Mann, das Ding hat mich echt erschrocken. Mach das nicht normal. So, das müsste doch ein Server sein, oder nicht? So. Ja, ist er. Alles klar. Ja, easy. Hä? Nee? Okay. Das war doch ein Server, oder nicht? So, Ziele. Greifen Sie jetzt... Ah nee, da muss wohl noch einer hier sein. Hm. Nee, das ist er auch nicht. Oh, hoffentlich geht das Ding nicht schon wieder an. Von hier aus müsste man irgendwie in den Serverraum gelangen können. Schießstände besitzen normalerweise eine externe Ventilation, um den Rauch abzuführen. Die ist vielleicht mit dem Klimasystem des Serverraums verbunden. Oh, meine Güte. Autokanone hacken. Ich glaube, ich hack die lieber nochmal. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die nur ausgeschaltet habe bei Bewegung. Hm. Eine Zahl noch bitte? Es hilft mir nicht weiter. Da habe ich eine 50-50 Chance. Komm, 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 komm. Nicht! Komm schon! Oh Mann. Nochmal. Hm. Upsi. Warum hat er... Hallo? Hat er drauf geklickt? Ja, schon wieder. Ich kann nicht klicken. Was ist denn los? Ich probiere es einfach mal. Ich speichere jetzt erstmal. So. Bringt mir das überhaupt was? Okay, es funktioniert. Was bringt mir das? Ich dachte, ich soll hier durch. Na gut, dann eben nicht. Na, dann muss ich die auch nicht hacken. Na gut, ich versuch's noch einmal. Ach komm, ich kann... Okay. Ja.
Ich ab den zweiten kann ich nicht mehr klicken. Ach so, ist ja nur noch eine. Okay, Was mir das auch immer gebracht hat. Na gut. Oh. Da ist doch ein Server, da hinten, guck mal. Ah, natürlich. Das wird wieder eine sehr hacklastige Folge. So, das muss der letzte sein. Ja. Danke, Sam. So. Das war der letzte. Ich kann es gar nicht erwarten, in Ihrem Wäschekorb herumzuschnüffeln. Oh. Was? Die Wäsche. Habe ich total vergessen. Dein Ernst? Ich auch, verdammt, ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Nein, ich will doch nicht nochmal ran. Ich denke mal, dass ich hier lang muss. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Geil, jetzt kann ich mich für zwei Richtungen entscheiden. Ich gehe mal hier lang. Oh, ist das laut. Warte, nee, da komme ich wahrscheinlich wieder diesen Geschütz. Oh, ist das tief, ist das tief. Achso, Seil. Oha, das sieht wichtig aus. Oh, oh. Macht ihr jetzt für mich die Tür auf? Das wäre sehr nett von euch. Ich speichere mal eben. Bin mir nämlich jetzt nicht sicher. Oh, das ist ein Knopf. Jetzt können die mich sehen. Kann ich jetzt da auch rein, oder? Nee. Ah. Hast du auch was gesehen? Oh. So, jetzt kommen die hierher. Und hoffe, dass die mir die Tür aufmachen. Junge, du musst jetzt nicht gleich mit einer Waffe herkommen. Kann ich hier das Licht nicht ausmachen? Das ist wirklich hell hier. Was leuchtet denn da so hart? Was? Der Guck muss wechseln. So, ich mach mal eben das Ding wieder zu. Ah, siehste. Server verschoben. Na toll. Name M. Nedic. Milan Nedic? Über den Namen stolpern wir verdammt häufig. Leider haben wir immer noch nichts über ihn. Vermutlich ein Deckname. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. Was? Nach oben? Ich störe nur ungern, aber... Ich sehe es. Der Strom ist wieder da. Das sehe ich, Grim. Du hast Gesellschaft. Du Ach, das sehe ich. Ich will nur den Server überprüfen und sicherstellen, dass nichts gerüstet wurde, als der Strom zurückkommt. Aha, nein, nein. Nein. Na, okay, sie haben mich gesehen. Okay, jetzt nützt es auch nichts, irgendwas zu machen. Ah, Mann.
Okay, merken. Gleich wieder das Seil hochklettern. So. Okay. So. Ganz schnell das Seil erstmal hochklettern. Login-Name M. Nedic. Milan Nedic. Über den Namen stolpern wir verdammt häufig. Aber ich möchte da unten lang. Ich warte einfach mal jetzt. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. Ich störe nur ungern, aber... Ich sehe es. Der Strom ist wieder da. Das sehe ich, Grim. Du hast Gesellschaft. Du solltest... Ich sehe es. Ich will nur den Server überprüfen und sicherstellen, dass nichts gerüstet wurde, als der Strom zurückkam. Gut, ruf mich, wenn du etwas brauchst. Mach ich. Okay, hier dürfte ich eigentlich sicher sein. Guck, da kommt der eine. Der andere geht, glaube ich, weg. Was machst du da? Sehe nicht mehr. Okay. Was soll schon passieren? Hallo? Ja, moin. Ich habe da ein kleines Problem mit eurem Server. Oh, bitte, töten Sie mich nicht. Die Dateien, die ich suche, wurden auf einen anderen Computer umgeleitet. Es müsste hier noch ein Backup geben. Hier ist kein Backup. Die Daten befinden sich nur noch auf dem PC von Milan Nedic. Milan? Er ist der Vizepräsident Personenschutz. Findest du es nicht auch etwas verdächtig, dass er seine Daten versteckt? Jetzt, wo Sie es sagen, ja. So ein bisschen schon, oder? Okay. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn brauche, um durch die Tür zu kommen. Oh, nein, brauche ich nicht. Gott. Da ist einer. Okay. Ja, hallo. Du da. Ich spreche mal immer, sonst muss ich das wieder durchmachen. So. Mann. Okay, das ist blöd. Das ist noch blöder. Ich will nicht die Haftschocker verbrauchen. Das ist totaler Quatsch. Hat er das nicht gehört? Ist der jetzt, hat das gehört? Na komm her. Oh, nicht so schnell. Okay. Das gefällt mir nicht, es ist einfach viel zu hell. Oh, die Tür ist auf. Ja, super. Ich höre wieder eine Kamera. Ich liebe es. Oh, die schaut in meine Richtung. Okay. Dann dürfte der Fahrstuhl jetzt gehen. Stimmt. Zack. Und zielen und feuern. So. Und hoffen, dass hier keiner ist. Fahrstuhl. Fahrstuhl? Hä? Hallo? Danke. Oben, sagte er. Ziemlich hell hier. Hat, glaube ich, nicht viel gebracht. Ja, ich hörte, dass er letzte Woche mit ein paar von den Jungs in Istanbul einen trinken war. Ging aus der Bar, um Streit zu suchen. Sie
fanden ihn am nächsten Morgen über und über mit Blut beschmiert. Okay, ich kann mich hier verstecken, falls... Was? Ja, Stan glaubt, dass er jemanden umgebracht hat. Er stieß am nächsten Tag auf einen Zeitungsartikel. Die Istanbuler Polizei hatte am nächsten Morgen, nicht weit von der Bar, in der sie waren, einen total zerfetzten Typen gefunden. Mann! Wir sollten versuchen, an seinen Computer in den Büros der Geschäftsleitung zu kommen und nachsehen, ob wir irgendetwas finden. Der Code für den Bereich lautet 2346, aber den Code für sein Büro kenne ich nicht. Dankeschön. Sobald ich ihn herausgefunden habe, gehen wir gemeinsam dorthin. Ich hoffe, das hat er jetzt... Oh. Okay, 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 weg, weg, weg. Oh, das ist hell. Das ist auch hell. Ah, nee, gar nicht. Oh, der hat eine Taschenlampe. Ist das ein Ernst? War das jetzt eigentlich gespeichert? 2346 war das. Was ist mit dem Licht passiert? Ach so, na, ja, ups, Entschuldigung. Ach, das wird immer wahrscheinlich gleich an. Niemand hier. Keine Anzeichen eines Eindringlings. Beweg dich. Okay. Eine gute Sache hat's hier. Es gibt keine Kameras. Zumindest da oben nicht. Okay, er ist weg. Ich bin mal nett und ignoriere ihn einfach mal. Oh Gott, so eine offenen Gänge hasse ich. Da sieht mich ja jeder. Da kommt... Nein, 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 nein. Oh. Der andere kommt auch wieder. nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, wir haben knapp wieder eine halbe Stunde rum. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Und ich sag, goodbye.